Die Adsorption stellt eine gute Möglichkeit dar, eine Oberfläche zu charakterisieren. Viele von Ihnen kennen den Praktikumsversuch, bei dem man Essigsäure mit Aktivkohle in Kontakt bringt und die Adsorptionsisotherme dann anpasst an die Theorie von Freundlich oder die von Langmuir. Wir können an diesem Beispiel die Begriffe adsorptiv, adsorbens und adsorbat erläutern. Die Aktivkohle, das ist das Adsorptionsmittel oder Adsorbens. Die Essigsäure, das ist das Adsorptiv, die Phase, aus der adsorbiert wird. Und die Essigsäuremoleküle, die sich auf dem Adsorbens anreichern, das ist das Adsorbat. Im Grunde haben wir es bei der Adsorption mit einem Übergang aus einer dreidimensionalen Phase in eine zweidimensionale Phase zu tun. Die Adsorption ist ein Phasengleichgewicht, Desorption und Adsorption sind gleich schnell im Gleichgewicht. Die Adsorption wird in der Technik angewendet, um Gemische zu trennen, einfach indem wir selektiv eine Komponente herausfiltern oder, und das werden wir vor allem tun, um die innere Oberfläche von porösen Materialien zu ermitteln. Hier noch einmal die Adsorption als Phasengleichgewicht dargestellt. Wir haben eine dreidimensionale Phase, zum Beispiel eine Flüssigkeit, aus der heraus sich Moleküle auf einer Oberfläche anreichern. Das Adsorptionsmittel, das Adsorbens, ist meistens sehr oberflächenreich. Eine typische Aktivkohle hat bis zu 1000 Quadratmeter pro Gramm innere Oberfläche. Wir haben ein dynamisches Gleichgewicht vorliegen. Adsorption und Desorption sind im Gleichgewicht gleich schnell. Energetisch gesehen verhält es sich so, dass das Adsorbatteilchen in einer Energiemulde festgehalten wird, dass wir also einen exothermen Prozess haben bei der Adsorption. Wenn wir die Adsorption quantifizieren wollen, dann müssen wir Maßzahlen einführen, die die Menge des Adsorbats beschreiben. Wir können zum Beispiel die Masse des Adsorbats pro Masse Adsorbens als Maßzahl nehmen. Das ist die Beladung oder Bedeckung. Wir könnten auch die Stoffmenge des Adsorbats durch Masse des Adsorptionsmittels als Oberflächenkonzentration berechnen. Interessant ist immer der Vergleich der Konzentration in der dreidimensionalen Phase durch C quantifiziert im Vergleich zur Konzentration in der 2D-Phase, zum Beispiel durch A quantifiziert. Diese beiden Größen werden gemessen und gegeneinander aufgetragen. Das geschieht bei einer konstanten Temperatur und die Kurven, die man dann erhält, heißen dann auch Isotherm. Je nach Detail der Adsorption sind diese Isotherme unterschiedlich ausgeformt. Wir haben eine Typ 1 Isotherme, hier grün gezeichnet, die sich als Monolagenadsorption deuten lässt. Wir haben eine Typ 3 Isotherme, hier rot gezeichnet, die sich als Multilagenadsorption deuten lässt. Langmuir hat folgendes Modell der Adsorption aufgestellt. Auf einer Oberfläche befinden sich eine Anzahl von gleichartigen Plätzen, die entweder belegt sind oder nicht belegt sind. Es gibt keine Wechselwirkungen zwischen Teilchen, die nebeneinander adsorbieren. Multilagenadsorption ist verboten. In diesem Modell gibt es eine Sättigungsbelegung, A unendlich, und man kann jede andere Belegung A in Relation setzen zur Sättigungsbelegung und hat dann den Belegungsgrad Theta. Wir wollen die Langmuir-Theorie etwas quantitativer fassen. Wir haben Adsorption mit einer gewissen Geschwindigkeit. Wir haben Desorption mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und wir wollen dafür einige Formeln aufstellen. Die Adsorption geschieht mit der Geschwindigkeit RA.
die Desorption mit der Geschwindigkeit Rd. Die Adsorptionsgeschwindigkeit ist proportional der Konzentration in der 3D-Phase, also dem Druck, ist proportional der Anzahl der freien Plätze, also 1 minus Theta, und die Proportionalitätskonstante ist Ka. Die Desorptionsgeschwindigkeit ist proportional der Anzahl der belegten Plätze, und damit hätten wir für beide Geschwindigkeiten einen mathematischen Ausdruck. Im Gleichgewicht sind beide Geschwindigkeiten gleich. Wir lösen dann nach Theta auf und haben die Längenmühr-Gleichung der Adsorption. Theta gleich Ka mal P durch K des plus Ka mal P. Wir können noch eine Abkürzung einführen. K des durch K ad ist die Längenmühr-Konstante und erhalten dann ganz einfach die Formel Theta gleich P durch KL plus P. Beziehungsweise Theta gleich C durch KL plus C, wenn wir die Adsorption aus einer Flüssigphase haben. Grafisch aufgezeichnet sieht die Längenmührsche Adsorptionsisotherme in der Art und Weise aus. Wir haben eine typische Kurve, die in ein Sättigung läuft, in A unendlich. Bei einer höheren Temperatur nähert sich die Adsorptionskurve langsamer nur der Sättigung. Wir können dann, wie für jedes Phasengleichgewicht, die Clausius-Laperrange Gleichung nutzen, um die Adsorptionswärme zu ermitteln. Wenn wir uns die Längenmühr-Isotherme gerade biegen wollen, dann können wir die Gleichung invertieren. Wir erhalten dann diese Formel. Wenn wir jetzt 1 durch A gegen 1 durch B auftragen, erhalten wir, wenn das Ganze nach Längenmühr erfolgt, eine Gerade, deren Achsenabschnitt 1 durch a unendlich entspricht und deren Steigung kl durch a unendlich entspricht. Wenn wir beispielsweise die Adsorption von Benzol auf Graphit untersuchen, erhalten wir eine Gerade in der doppelinversen Darstellung mit dem Achsenabschnitt 0,018 Gramm pro Mikrogramm, entspricht einer Sättigungsbelegung von 55 Mikrogramm pro Gramm oder 0,7 Mikromol. Wenn wir jetzt noch wissen, wie groß ein Benzolmolekül auf der Oberfläche ist, dann können wir die Gesamtoberfläche ausrechnen. Wir haben die Oberfläche quasi mit Benzol gepflastert. Wenn wir wissen, wie groß ein Molekül des Adsorbats ist, wenn wir A unendlich kennen, können wir mit der einfachen Formel A unendlich mal NA mal A vom Molekül die spezifische Oberfläche des Adsorbents ausrechnen. Wir haben 4 mal 10 hoch 17 Teilchen adsorbiert auf der Oberfläche, die ist völlig gesättigt. Jedes Teilchen hat 0,3 mal 10 hoch minus 18 Quadratmeter, folglich haben wir eine gesamte Oberfläche von 0,13 Quadratmeter pro Gramm. Freundlich simulierte Adsorptionsisothermen durch einen exponentiellen Zusammenhang, A ist gleich Alpha mal B hoch Beta. Wenn wir diese Gleichung linearisieren wollen, müssen wir den Logarithmus bilden und lna gegen lnb auftragen. Wir erhalten dann eine Gerade, aus deren Achsenabschnitt Alpha folgt und aus deren Steigung Beta folgt. Häufig hört die Adsorption nach einer Lage nicht auf, sondern geht weiter. Wir haben dann Multilagenadsorption und hier hat sich das Modell von Brunauer, Emmett und Teller etabliert. Brunauer und Emmett und Teller erweitern das Modell von Längenmühr. Wir haben eine begrenzte Anzahl von Adsorptionsplätzen. Alle Adsorptionsplätze sind gleich. Wir haben keine Wechselwirkungen zwischen den adsorbierten Teilchen. Aber wir gestatten Multilagenadsorption. Die Energie zwischen der ersten und der zweiten Lage ist etwas anders als die Energie zwischen der ersten Lage und der Oberfläche selbst. Wir erhalten dann diese Formel. In dieser Formel haben wir zwei Konstanten, einmal die BET-Konstante und einmal die Monolagenbedeckung A-Mono. Die Isotherme fängt an wie eine Längenmühr-Isotherme. Anstatt aber in eine Sättigung zu gehen, steigt die Isotherme dann wieder an bei hohen Konzentrationen. Wir haben hier im ersten Abschnitt den Submonolagenbereich, dann den Monolagenbereich und schließlich den Multilagenbereich. Hier einige Beispiele aus der
Praxis. Wenn wir diese BET-Isothermen gerade biegen wollen, tragen wir den Term hier auf der linken Seite gegen P durch P Stern auf. P Stern ist der Dampfdruck. Wir halten dann eine Gerade. Aus den Kenngrößen der Gerade können wir insbesondere das A-Mono berechnen und aus A-Mono können wir dann wieder die spezifische Oberfläche des Adsorbents ermitteln. Viele Adsorbentien haben Mikro-, Meso- oder Makroporen. Vereinbarungsgemäß sind Poren unter 2 Nanometer Mikroporen, Poren über 50 Nanometer Makroporen und alles dazwischen sind die Mesoporen. Wir müssen uns schon bei der Adsorption fragen, wie wählen wir das Sondenmolekül? Kleine Sondenmoleküle gelangen auch in ganz kleine Poren hinein und erfassen sozusagen die gesamte Oberfläche. Große Sondenmoleküle dringen nur in die größeren Poren ein, lassen die kleinen Poren leer und ermitteln damit eine kleinere Gesamtoberfläche. Schon die Isothermenform sagt uns was über die Porengröße, die wir zu erwarten haben. Mikroporen zeigen üblicherweise einen Typ 1 Verlauf, also einen klassischen Langmuir-Verlauf. Hier haben wir eine deutliche Sättigung. Makroporen hingegen haben einen typischen Typ 3 Verlauf, also BET-Verlauf der Adsorptionsisotherme, und Mesoporen zeigen eine typische Hysterese, wenn wir adsorbieren und dann wieder desorbieren. Adsorption und Desorption verlaufen bei Mesoporen auf unterschiedlichen Wege. Das kann man wie folgt erklären. Wir sind hier erstmal im submonolaren Bereich. Die Mesopore ist teilweise gefüllt mit Adsorbat. Hier sind wir jetzt im monolaren Bereich. Die gesamte Oberfläche ist mit einer Schicht bedeckt. Jetzt beginnt die multilaren Adsorption und die geschieht so bei einer zylindrischen Pore, dass diese Zylinderform erhalten bleibt. Der Zylinder wird einfach nur immer dünner. Schließlich schließt sich der Zylinder und die Pore ist gefüllt. Wenn wir jetzt die Pore wieder entleeren, also desorbieren, dann geht das nicht auf dem gleichen Wege. Wir bekommen keine Zylinderform mehr, sondern wir bekommen eine Halbkugelform. Das bedeutet, die Form der Oberfläche ist bei der Adsorption zylinderförmig und bei der Desorption halbkugelförmig. Nach Kelvin können wir ausrechnen, dass der Dampfdruck über einer konkaven halbkugelförmigen Oberfläche anders sein wird als über einer konkaven zylinderförmigen Oberfläche. Und das ist der Unterschied zwischen Adsorption und Desorption. Hier nochmal das Füllen der Pore. Und hier das Entleeren der Pore, welches über Halbkugeloberflächen funktioniert. Der Druck über Halbkugeloberflächen ist kleiner als der Druck über Zylinderoberflächen. Folglich ist die Isothermenform bei Hin- und Rückweg unterschiedlich. Aus der genauen Lage können wir auf die Größe der Mesoporen schließen. Isothermen beschreiben das Adsorptionsgleichgewicht quantitativ. Mit Hilfe von Modellen lassen sich spezifische Oberflächen errechnen. Die an mesoporösen Materialien beobachtete Kapillarkondensation mit Hysterese kann durch die Kelvin-Gleichung beschrieben werden.